Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir das Update Multipack Nummer 1 der Top Smash Tag Serie zu den europäischen Clubwettbewerben, also zur Champions League, Europa League und Conference League. Insgesamt gibt es dieses Jahr tatsächlich 5 ganze Update Multipacks. In den letzten Jahren gab es ja immer 4 und jetzt hat man tatsächlich 5 gemacht. In jedem Monat September, Oktober, November, Dezember und Januar kommt ein Update-Multipack raus und im Februar kommt dann schon die Match-Tags-Extra-Serie. Ja, man hat das Ganze mal wieder so gemacht, um die ganzen verschiedenen Subsets und Spieler auf dem aktuellsten Stand zu machen, da die Serie relativ früh erschienen ist. Und wir sehen schon vorne auf dem Multipack insgesamt 3 der neuen New Signings-Karten drauf. Dann sehen wir insgesamt hier schon 6 Spieler, die gewechselt sind, wie unter anderem Onana, Palinha oder ein Zixeri hier vorne. Und insgesamt kriegen wir in diesem Multipack 41 Karten. Davon sind 2 Packs mit 12 Karten aus dem ganz normalen Display und 16 exklusive New Signings Cards, die man hier bekommt, sowie eine Exclusive New Signings Limited Edition. Und dann seht ihr auch hier Energy Cards. Look out for these rare Exclusive Mystery Energy Cards. Ja, in jedem 10. Multipack kann man eine Energy Card ziehen. Ich weiß leider nicht, wer der Spieler ist, weil ich habe leider auch noch keinen gesehen, der die gezogen hat. Und von der Rückseite sehen wir den Preis. Jedes Multipack kostet dieses Jahr in der Update-Version 11,99 €. Und sonst sehen wir hier noch Werbung für die 4 Mega und Pocket oder Booster Tins. Die habe ich alle auf meinem Kanal schon geöffnet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut doch gerne mal oben rechts in die Infocard vorbei. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Das Multipack Ende September rausgekommen und auch wieder hier, wie ihr hört, aus Plastik. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, holen den Inhalt hier raus, haben eine Pappe, die zugeschnitten ist. Ah, und hier haben wir sogar nochmal alle Multipacks, die es gibt, in den Themen dabei. Im September das New Signings Multipack, das Scream Team Multipack im Oktober, passend zu Halloween, dann die Snowballers im November und die Starballers im Dezember. Und was neu dabei ist, sind die Queens of Europe. Das sind nochmal Karten zur Frauen-Champions League, die im Januar rauskommen. Und ihr seht, das sind dann quasi die Update-Multipacks, die jetzt in den nächsten Monaten kommen werden. Ich würde sagen, wir zoomen mal ein wenig ran. Haben dann hier die beiden normalen Booster aus dem Display. Und dann hier dieses weiße Päckchen, wo theoretisch Energy Card und die 17 Karten, die exklusiv dabei sind, drin sein können und werden. Ich würde sagen, wir gucken auch einmal auf die Verteilungsliste der Serie rauf. Könnt ihr gerne pausieren, wenn ihr das sehen wollt. Natürlich alles ab 100 ist das Seltene, was man gerne aus den Boostern ziehen möchte. Schauen wir mal rein. Schon etwas länger keine Booster mehr von der Serie geöffnet. Als erstes starten wir mit Gerd Rüder, der Innenverteidiger von Rotterdam, der mittlerweile bei Leipzig spielt. Dann haben wir Nathan Teller, Angelo Stiller, Lissandro Martinez, Ryan Cherki als Attacks-Diabio für Lyon, Johan Bakayoko, dann haben wir Christoph Baumgartner für die Leipziger, Pape Saar für Tottenham als Attacks-Diabio-Card und dann haben wir hier eine Karte umgedreht von Arsenal aus der Verteidigung und es ist Vintage Vibes Legend Terry und nicht aus der Verteidigung, aus dem Angriff. Wow, da war ich ja ganz falsch. Und dann haben wir noch Man of the Match im Signature-Style von Pedro Goncalves, das Liverpool-Logo im Crystal-Look und noch Costa als Captain Card, wo man hier den Captain-Schriftzug vergessen hat, genau wie bei Atakan Karasor vom VfB aus Stuttgart. Dann geht es ins zweite normale Päckchen rein, das erste Päckchen, ein Standard-Päckchen, ich glaube die Crystal hier im dritten Päckchen, wenn ich mich nicht täusche, genau, nee, sogar hier im vierten, okay, Blue Crystal Card hier im vierten, aber sammle ich bekanntlicherweise nicht. Dann haben wir den Wikinger Erling Braut Haaland als Base Card hier, 89 einen richtig starken Wert bekommen. Dann haben wir Marc Cucurella, Marc kein Deutscher. Dann haben wir Ridwan Yilmaz, Nosea Masraoui, José María Jiménez, Matteo Guendouzi, Pedri, Takehiro Tomiyasu und auch hier wieder die Powerkarten wahrscheinlich umgedreht. Aber wir haben eine Club 100. Gut, erstmal haben wir das FC Salzburg Logo und dann haben wir die Club 100 Karte von Gregor Kobel und somit der Torwart der Club 100 Karten der neuen, die es gibt. War für mich auch definitiv der beste Torwart letztes Jahr. Dortmund in einigen Spielen bis ins Finale gut beschützt. Und dann haben wir noch Vintage Tribes Legend Card von Gary Lineker und Eder Militao als Winner Card für Real Madrid. Das war doch schon mal sehr, sehr cool, dass wir zumindest so eine Karte daraus gezogen haben. Und dann geht es jetzt an die Wahl. Ziehen wir eine Energy Card? Ich denke mal nicht, weil es ist zwar logischerweise einen 10 Multipacks, aber es ist halt so unwahrscheinlich. Und wie es aussieht, haben wir dann auch hier nur die normalen Karten drin. Starten tun wir mit der exklusiven New Signings Limited Edition. Dieses Design gibt es extra nur für dieses Multipack von Lenny Yoro, der Mann, der von Lille zu Man United gewechselt ist, der junge Verteidiger, der sich am Anfang auch schon schwer
verletzt hat, hier auch das Jahr 2024 drin. Aber zumindest ein Actionbild haben wir. Die Kartennummer NSLE1, New Signings Limited Edition 1, legen wir hier daneben. Und dann haben wir diese New Signings Karten mit diesem wunderschönen Design. Also so schwarze Karten gefallen mir doch schon sehr gut. Natürlich sieht man dann auch leicht, wenn sie beschädigt sind, aber schwarz immer schon sehr edel. Und starten wir mit Joao Palhinha für die Bayern, der von Fulham gekommen war. Dann haben wir Archie Gray, der neue Mann von Tottenham, der aus Leeds gekommen war. Nuno Tavares sieht ein bisschen bullig auf dem Bild aus, ist vielleicht auch ein bulliger Außenverteidiger von Arsenal gekommen. Dann haben wir Zaniolo, ich glaube von Aston Villa oder irgendwas aus der Türkei, hat er auch letztes Jahr gespielt, zu Atalanta gewechselt. Dann haben wir Ito, der Ex-Stuttgarter, jetzt hier bei den Bayern, hat sich am Anfang oder besser gesagt in der Vorbereitung auch verletzt. Dann Thuram, einer der Thuram-Brüder oder Familie, wo auch unter anderem Marcus von kommt und sein Vater, der Rechtsverteidiger aus Frankreich damals, und er ist von Nizza gewechselt. Dann wird den Mann, der bisher richtig gut eingeschlagen ist, Michael Olise für die Bayern hier mit seinem Jubel von Crystal Palace gekommen, bekanntlicherweise. Dann Mikko Tarze, der Mann, der aus Metz gekommen ist, zu Lyon, also ein Wechsel innerhalb Frankreichs, aber definitiv ein Aufstieg für den Georgier, der bei der EM auch gut genetzt hat. Dann haben wir den nächsten Spieler für Lyon mit Moussa Niakate, soweit ich weiß, von Nottingham Forest gekommen, der Ex-Mainzer. Dann haben wir Mehdi Taremi, einer der besten, wenn nicht sogar der beste aktive Iraner, mittlerweile bei Inter Mailand, wie ihr seht, vorher beim FC Porto jahrelang gespielt. Dann haben wir Ian Madsen, der frühere Dortmunder und Chelsea-Spieler, jetzt hier bei Aston Villa fest. Dann haben wir Alvaro Morata, der im Sommer auch die Europameisterschaft gewonnen hat mit Spanien, jetzt bei AC Milan von Atletico Madrid gekommen. Dann der Ex-Hamburger Amadou Onana, der von Everton zu den Willens gewechselt ist, um nun Champions League zu spielen. Dann haben wir Piotr Zielinski, der von Neapel nach Inter gewechselt ist, also auch ein Wechsel in der italienischen Liga. Dann Joshua Cixere, der Ex-Bayern-Jugendspieler, der über Bologna den Weg in die Premier League zu Manchester United geschafft hat und auch schon zumindest 1-2 Tore erzielen konnte. Und dann haben wir die letzte Karte noch mit Juan Cabral, der junge kolumbianische Verteidiger von Juventus, den man aus der Heimat dort geholt hat. Also das Update Multipack Nummer 1 mit den New Signings. Wir hatten insgesamt die zwei Booster mit den Base-Karten dabei. Da war unter anderem auch Gregor Kobel als Klubber 100 drin. Dann haben wir die New Signings Limitierte von Joro und die 16 Karten. Leider keine Energy Card gezogen, aber das konnte man bei einem Multipack auch nicht erwarten, wenn eine in jedem 10. ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier oben rechts sowie links die Playlist aus. Hier könnt ihr gerne abonnieren und hier noch eine volles Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.